Kalles Halbzeit wird präsentiert von Partyhelden, dein Partyausstatter in Hamburg. Willkommen zu Kalles Halbzeit in Verlies, ihr Amateure. Herzlich willkommen zur 43. Ausgabe von Kalles Halbzeit im Verlies. Und wie immer an meiner Seite Co-Moderator Niklas Heiden. Moin, Kalle. Hallo. Und wir fangen heute an mit Benjamin Lipke, eine Spielerlegende bei Altona 93, diesmal in neuer Funktion. Und danach schauen wir rüber an die Kreuzkirche zu Teutonia 05. Dort sprechen wir mit dem neuen Trainer Dietmar Hirsch, der seit 1.7. in Amt und Würden ist. Und gucken mal, wie die Zielsetzung bei den Teutonen für die kommende Saison aussieht. Ich freue mich ganz besonders, Erol Seiland begrüßen zu dürfen. Er ist einer der erfolgreichsten Boxpromoter Deutschlands. Aber er versteht auch was von Fußball. Ja, hallo Benny. Willkommen zurück in Hamburg und bei Altona 93, der Verein, bei dem du zur Spielerlegende geworden bist und ein absoluter Fanliebling. Erzähl, wie kommt's? Ja, Kalle, das ist richtig. Jetzt zum Juli bin ich neu dazugekommen und eigentlich ist das kurz erzählt. Ne? Einer meiner besten Freunde, Jakob Sachs, ist da auch Trainer und hat mir erzählt, dass der Nick Ledesma aufhört zur kommenden Saison. Und das ist jetzt der dritte Anlauf, weil wir hatten schon zweimal den Plan, das zu machen. Und aller guten Dinge sind drei. Jetzt hat es geklappt und ich freue mich auf die Aufgabe. Und dann bist du hast ja angesprochen mit Jakob zusammen, das sind zwei AFC-Legenden zurück an alter Station, wenn auch ein bisschen in einer anderen Position jetzt. Was kann man sich davon versprechen? Benny Lipke und Jakob Sapp standen auf dem Platz für Rambazamba. Wird das an der Seitenlinie auch so sein? Ja, also wir haben uns natürlich schon abgesprochen. Ne? Also das Trainerdasein ist ein Stück weit anders als Spieler und ich habe jetzt in den letzten beiden Jahren noch mal so meine Spielerlaufbahn genossen beim TV Meckelfeld in Niedersachsen. Ganz anders als in Hamburg oder was heißt ganz anders, aber so gemütlicher. Ne? Also die Leute kommen halt meistens aus der Gegend und es ist nett, das Beisammensein. Das war jetzt auch noch mal schön zum Abschluss. Ich habe ehrlicherweise auch meinen Spielerpass da noch liegen, habe mich aber bewusst dafür entschieden, also jetzt Trainer und Spieler zu trennen. Ich war ja auch schon mal als Spielertrainer oder beim TV Meckelfeld so ein Stück weit dort mit eingebunden. Und ich glaube, dass da die Trennung ganz gut ist. Ne? Jakob und ich haben, weiß ich nicht, also ich glaube so über 800 Spiele irgendwie in Oberliga, Regionalliga und auch Dritter Liga. Mhm. Ich glaube, die Erfahrung als Spieler haben wir definitiv. Aber wir haben auch Respekt vor dem Job als Trainer. Da sind ganz, ganz viele Einflüsse, ganz, ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen für so ein Team. Und wir freuen uns drauf und wir sind super gute Freunde. Wir haben Urlaube schon gemeinsam verbracht und haben eine ähnliche Wertevorstellung. Und deswegen passt das ganz gut. Wir agieren da gleichberechtigt und freuen uns, das natürlich bei unserem Herzensverein zu machen. Und für uns beide war das irgendwie nur logisch, so dass wenn wir beide was machen, dann bei Altona 93. Das heißt aber, so eine sportliche Rückkehr auf den Platz ist dann so komplett ausgeschlossen oder wenn so Not am Mann ist, dann würdest du doch nochmal die Schuhe rausholen? Also wir haben ja alle irgendwie Corona gehabt und haben irgendwie alle unsere Alternativen gesucht und ich habe natürlich auch irgendwie so ein Freeletics-Fitnessprogramm absolviert, um irgendwie so fit zu bleiben und ich glaube auch, dass ich noch ganz gut fit bin und ich will nie was ausschließen, aber jetzt für den Moment fokussieren wir uns natürlich als Trainer da zu sein, wir haben ganz, ganz interessante junge Spieler, wir haben da eine super Verbindung auch so jetzt zwischen Ligamannschaft, zwischen A-Jugend und auch zweiter Mannschaft, was ich so persönlich in dem Verein, ja, ich weiß nicht, ich kenne den Verein jetzt so 15 Jahre, was ich da bisher noch nicht erlebt habe und das finde ich, das ist was Tolles und darauf lässt sich aufbauen und da können wir gemeinsam mitwirken und was entwickeln. Du hast es gerade angesprochen, du hast eine ganz, ganz lange AFC
Vergangenheit und hast auch ganz viel erlebt in diesem Verein, Regionalliga, Oberliga, Auf- und Abstiege, viele Feste gefeiert. Nun gab es aber ja auch einen ganz neuralgischen Zeitpunkt in deiner Karriere bei Altona 93 und das war sicherlich der Abgang, der durchaus nicht geräuschlos verlief, sondern eher mit ordentlich Gepolter. Kam es dann jetzt nochmal zu einer Aussprache zwischen dir und Personen, die jetzt noch im Verein sind? Klar, also du sprichst da was an, was natürlich auch so mit mir damals irgendwie was gemacht hat und was mich auch bewegt hat, also persönlich. Und das ist jetzt aber mit ein bisschen Abstand, ne, und mit ein bisschen Reflexion kann man da so ein bisschen gelassener drauf gucken. Natürlich so mit unserem Präsidenten Dirk Bartel war ich schon mehrfach im Austausch und immerzu war so die Überlegung, dass ich irgendwann mal mit eingebunden werde im Verein. Und ja, so wie ich ihn auch verstanden habe, freut er sich total. Und das sind letztendlich halt auch Personen, die den Verein halt ausmachen, weil man darf nicht vergessen, seit über 30 Jahren Hauptsponsor, das im Amateurbereich, das ist beachtlich. Ich habe aber auch neulich Berkan Algan beim Einkaufen getroffen und ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein netter Austausch mit ihm. Man merkt so, dass er immer noch emotional ist, was das Thema Altona 93 angeht, aber ich hab meinen Frieden mit ihm gemacht. So. Ich war damals sein Kapitän im Jahr 2016. Wir haben tolle Sachen zusammen erlebt. Also wir sind ins Pokalfinale damals eingezogen, was wir knapp gegen Eintracht Norderstedt verloren haben. Wir haben eine tolle Aufstiegsrunde gespielt und mit ein bisschen Abstand und Reflexion kann man auch immer so die Position vom anderen verstehen. Und ich bin ihm überhaupt nicht mehr böse. Damals war es natürlich schade und traurig, weil ich eigentlich bei Altona 93 meine Karriere beenden wollte. Von daher, auf deine Frage habe ich, glaube ich, geantwortet. Nee, also das ist zu viel heile Welt. Jetzt musst du mir erzählen, um was es da überhaupt ging. Das wissen die Leute nicht. Okay. Gut, Kalle, das ist ne? klar. Dass nicht immer sagen, alles gut, wurde gefetzt. Um was es ging's? Wurde gefetzt, genau. Also es war im Prinzip, ich hatte schon gesagt, so, ich war der Kapitän vom Team und es war damals so, dass wir am Anfang der Saison festgelegt haben, dass die Aufstiegsrunde nicht in Betracht kommt. Ne? Also es war nicht genügend Geld vorhanden für die Regionalliga. Und dann hatte ich damals schon einen Urlaub gebucht, einen Familienurlaub. Ne? Wir waren damals, das kann ich auch ganz offen sagen, wir waren damals so in der Familienplanung. Das war uns schon sehr wichtig, das auch gemeinsam zu machen. Das ist häufig so bei einer Familienplanung. Meistens, genau. Das heißt, sie geht ins Studio und lässt sich befruchten. Genau, nun war es so, dass wir haben halt zwei Spiele gespielt und wir haben das erste Spiel, weiß ich noch, gegen Schleswig-Holstein, Eichede vor knapp 4000 Zuschauern. Das Ding war ausverkauft dann, AJK. Ausverkauft, das war schon ein cooles Erlebnis. Auch dann komm zur Sache. Ich komme zur Sache. Wir haben dann gegen Bremen auch gewonnen und im dritten Spiel war ich nun nicht dabei. Sondern weite im Urlaub und die Geschichte kennt viele im Amateurfußball. Wir sind nicht aufgestiegen, ich war leider nicht dabei als Kapitän. Ich hatte meine Gründe dafür, die dann sehr im Persönlichen liegen. Mittlerweile haben wir Nachwuchs und es hat geklappt, das war damals nicht ganz so einfach. Danach ging das so ein Stück weit auseinander. Wir hatten eigentlich den Vertrag schon verlängert mündlich und dann auf einmal wusste man davon nichts mehr. Aber wie gesagt, ich habe meinen Frieden damit gemacht. Wenn wir schauen, hast du ja sicherlich in deiner Zeit in Niedersachsen auch trotzdem Hamburgs Amateurfußball ein bisschen verfolgt. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und du hast ja sicherlich auch mitbekommen, was bei BU im Moment los ist. Nun ist BU ja auch einer deiner Ex-Vereine. Du hast ja da dann auch gespielt. BU muss ganz viel finanzielle Einbußen hinnehmen aufgrund von Corona, den Liga-Etat runterschrauben. Wie denkst du darüber? Da ist ja doch einiges los an der Dieselstraße. Und ich denke mal, das bewegt dich auch so ein bisschen, weil das ist ja, also BU ist ja jetzt ja kein ganz normaler Verein in Hamburg. Genau, also BU ist einer der besonderen Vereine in Hamburg, definitiv, mit Tradition und mit tollen Fans irgendwie im Umfeld. Ich kann nur sagen, dass die Verantwortlichen, Volker Brumm, im Umfeld da auch in den letzten Jahren gute Arbeit gemacht haben, vermeintlich. Ich weiß jetzt nicht, wie die Corona-Situation bei BU wirklich aussieht. Wenn man finanzielle Probleme hat und den Kader halt nicht bezahlen kann, dann muss man Abstriche machen und dann muss man auf die Spieler
wahrscheinlich verzichten, die sonst halt kommen würden, ne? Vielleicht aus Schleswig-Holstein oder aus anderen, aus Niedersachsen etc. Und dann muss man wirtschaften, so wie ein anderes Unternehmen das auch macht, weil BU ist ja als Verein in den letzten Jahren gut gewachsen. Ne? Die haben auch eine zweite Mannschaft, die erfolgreich gespielt hat. Die haben eigentlich das schon Altona voraus, was wir vorhaben. Nun ist ja nur die zweite Mannschaft eigentlich die erste Mannschaft. Richtig, jetzt genau. Inzwischen jedenfalls nach dem Super-GAU. Nun müssen sich natürlich die Fans darauf gefasst machen, dass man halt nicht mehr oben mitspielt, sondern eher im unteren Drittel oder gegen den Abstieg spielt, was natürlich für jeden Fan nicht leicht ist. Ne? Aber letztendlich, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen guckt, dann weiß man, man muss auf die wirtschaftlichen Sachen natürlich Rücksicht nehmen. Ne? Abschließend die Frage, wie ist die Zielsetzung? Was meinst du, schaffst du den Aufstieg mit der zweiten Mannschaft? Also das geht ja nur als Team, wissen wir, aber als Trainer musst du ja ein bisschen was vorgeben. Wir haben eine ganz gute Mannschaft zusammen und ich bin auch überzeugt, dass wir oben mitspielen können. Ja, dort, genau, das ist ja die alte Bezirksliga Süd quasi, wo wir spielen und ich glaube, wir spielen oben mit und wenn wir es schaffen, bis zum Ende der Saison auch mit der Liga gut zusammenzuarbeiten. Wir haben jetzt viele Spieler, die schon die bei der Liga mitgespielt haben. Wie gesagt, das gab es noch nicht. Also von uns sind 5 Spieler, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, aus einer Bezirksligamannschaft jetzt in der Vorbereitung auch oben gewesen im Ligabetrieb. Also das Ziel ist jetzt nicht diese Saison vielleicht der Aufstieg. Wir wollen oben mitspielen, aber ich sage mal, spätestens in 2-3 Jahren sollten wir in der Landesliga spielen. Das ist ein klares Wort, weil ich finde es immer gut, wenn jemand zielstrebig ist. Abschließend die Frage, trinkst du Kaffee? Ja. Gut. Wir haben nämlich eine wunderbare von St. Pauli Coffee. Die machen tolle Röstungen. Einmal Derby-Sieger. Das ist natürlich bezogen auf St. Pauli und HSV. Hast ja vielleicht nicht so viel zu tun. Das andere ist bezogen auf hier, Domina Espresso, auf den Club mit Handschellen. Und wofür schlägt dein Herz? Dann bin ich beim Derby-Sieger. Neben dem AFC ist der HSV meine Leidenschaft. Also das ist gut. Also, wie gesagt, der hat verloren, der HSV, ne? Ja, gut, aber das, also, die Derby-Statistik... Ist ja in wenigen Wochen wieder so weit. Da ist Möglichkeit, das wieder gerade zu rücken. Die spricht ja ganz klar für den HSV. Also, historisch auch wenn die gesehen Jahre jetzt nicht mehr so... Nein, wunderbar. Es hat uns sehr gefreut, dass du da warst. Ja, Dietmar, herzlich willkommen in Hamburg. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie dir die ersten Wochen, du bist jetzt 4 Wochen hier, ergangen sind? Ja, ich habe mich natürlich riesig darauf gefreut. Ich war ja vor den 4 Wochen ab und an schon mal hier. Wir haben ja auch schon über den Kader gesprochen. Dann ging es dann endlich los. War ein bisschen holprig durch das noch stattgefundene Pokalspiel gegen Norderstedt. War dann erstmal die Hälfte des Kaders, sprich die Neuzugänge in der ersten Woche dort. Dann kam die andere Hälfte dazu. Jetzt haben wir halt so 2, 2,5 Wochen komplett trainiert und da wächst, glaube ich, richtig was zusammen. Es macht riesig Spaß. Und ihr wart ja auch schon im Trainingslager. Ja. Magst du mal da von den Eindrücken berichten? Das ist ja meistens immer der Moment, wo man als Mannschaft auch so richtig zusammenwächst. Ja, wir haben ja das Problem, dass wir jetzt so trainingstechnisch keine richtige Heimat haben. Das ist ja auch kein Geheimnis. Und im Trainingslager ist man dann halt 4, 5 Tage wirklich zusammen. Die Wege sind relativ kurz, man kann unheimlich viele Gespräche führen, was durch die wechselnden Trainingsplätze auch nicht immer so einfach ist fürs Trainerteam. Wir haben auch privat, glaube ich, viel voneinander gelernt. Also ich glaube vor allen Dingen die Spieler untereinander, weil wir haben ja die Hälfte der Mannschaft sind Neuzugänge. Wir haben einen lustigen Mannschaftsabend gehabt, wo die Neuzugänge singen mussten, was auch mal wieder komplett was anderes zeigt bei den ganzen Leuten und war, glaube ich, eine rundum gelungene Sache. Hast du auch gesungen? Ja, ich habe auch gesungen. Was hast du gesungen? Griechischer Wein von Udo Jürgens. ich hatte eingegeben, leichte Titel, Deutsch, ja. Karaoke und dann habe ich mir einen einfachen ausgesucht. Aber da war richtig Stimmung wahrscheinlich, ja, oder? Es war super. Also das hat natürlich auch lange gedauert, wenn dann 11 oder 12 Leute singen, also Spieler, Trainer. Das war echt super. Wenn wir auf die Saison gucken, in wenigen Wochen geht's los. Was ist deine Erwartungshaltung an die neue Saison? Ja, also wir gucken gerade natürlich aktuell nur auf uns. Wir wollen, wie gesagt, die Hälfte der Mannschaft ist neu mit den Etablierten zusammenführen. Haben da natürlich taktisch noch einiges zu machen. Jetzt geht es in den letzten Wochen Richtung Spritzigkeit. Ich glaube, wir haben körperlich einen guten Grundstock gelegt. Und dann ist das halt, glaube ich, bei allen immer so eine kleine Wundertüte, speziell so das erste Spiel. Wir fangen natürlich mit Heide an, mit einem Heimspiel, das ist ganz gut, haben aber dann direkt eine englische Woche. Und ich glaube, wenn man dann so die ersten 3 Spiele hinter sich hat, dann kann man ein genaueres Fazit ziehen. Wir wollen gut reinkommen, das wollen, glaube ich, alle. Und ich freue mich natürlich, dass wir ein Heimspiel haben und wir werden uns gut vorbereiten. Wie sieht die Zielsetzung für die kommende Saison aus? Die Ziele sind ja bei Teutonia immer
hoch gesteckt. Die dritte Liga war letztes Jahr schon das Ziel. Wie sieht das dieses Jahr aus? Wo wollt ihr hin? Ich denke, wir haben eine Idee, beziehungsweise der Verein hat eine Idee, dass man sagt, okay, entweder man spielt in der Hamburger Oberliga mit vielen Derbys oder man versucht wirklich die dritte Liga anzupeilen, weil diese Regionalliga ist für viele Vereine wirtschaftlich halt ja immer ein Minusgeschäft. Und dementsprechend ist es, glaube ich, legitim, dass ein Verein diese strategische Ausrichtung hat. Und wir als Trainerteam und auch als Spieler versuchen das natürlich umzusetzen. Wir haben uns, denke ich, ganz gut verstärkt, aber es ist natürlich ja, mehr oder weniger eine Knochenmühle. Man muss erstmal unter die ersten fünf kommen, dann muss man Erster werden, wenn die beiden Fünfergruppen, also die besten fünf zusammengelegt werden. Dann muss man Aufstiegsspiele machen. Aber wir wollen natürlich uns zunächst mal für die ersten fünf qualifizieren, für diese Aufstiegsrunde und dann schauen wir weiter. Du hast es angesprochen, ihr habt ganz, ganz viele Neuzugänge. Der Kader ist eigentlich gar nicht mehr vergleichbar mit dem von der letzten Saison. Inwieweit hast du da schon mitgewirkt? Weil du bist ja offiziell erst am 1.7. dazugestoßen und einige Sachen standen ja auch schon vorher fest. Ja, ich glaube, weil das Tagesgeschäft, also die normale Regionalliga, durch Corona jetzt unterbrochen wurde, konnte man natürlich dann auch als ja, noch nicht anwesender Trainer, der in Warteschleife ist, aber schon mit den Verantwortlichen an dem neuen Kader mitbasteln. Wir haben uns dann erstmal mit dem aktuellen Kader beschäftigt, da glaube ich, das ist ganz normal, haben dann gesagt, okay, die und die Spieler wollen sollen auf jeden Fall bleiben, die stehen so ein bisschen auf der Kippe, die habe ich mir dann auch mal in internen Trainingsspielen angeschaut und dann wussten wir halt, was wir auf dem Transfermarkt machen müssen und dementsprechend haben wir dann gehandelt und sind relativ weit. Also ich war froh, dass wir fast den kompletten Kader schon im Trainingslager beisammen haben. Jetzt werden wir noch ein, zwei Positionen punktuell, werden uns dort verstärken. Und ich glaube, es war kein Nachteil für mich jetzt, sprich für die neue Saison den Kader zusammenzustellen durch Corona. Wie bist du denn hier in Hamburg angekommen? Das war ja für dich ganz lange ein Hin und Her gependelt. Du warst ab und zu mal hier, dann warst du wieder unten in NRW, wo du ja eigentlich deinen Lebensmittelpunkt hattest. Bisher, du hast ja auch deine Familie unten gelassen. Magst du da mal ein bisschen erzählen, wie da die letzten Wochen und Monate war? Ich denke mal, das war nicht ganz einfach immer. Ja, einfach war es nicht, aber ich kenne das halt so. Ne? Ich bin als Spieler viel rumgezogen, als Trainer auch schon. Ich war als Trainer auch schon das ein oder andere Mal alleine irgendwo und dann bin ich auch so ein bisschen hin und her gependelt. Wobei, ich pendel eigentlich eher selten. Wenn, dann kommt meine Frau halt hoch. Ich finde, ein Trainer muss auch eigentlich fast immer vor Ort sein. Es kann immer mal irgendwas sein. Zu Hamburg haben wir halt einen Bezug, weil unsere ältere Tochter hier lebt. Und so bin ich halt auch so schon mal öfter hier gewesen. Die freut sich natürlich, also ich kenne die Stadt ein bisschen schon. Und wenn man irgendwo als Trainer hinkommt, dann steht Fußball am Anfang im Vordergrund. Wenn man dann aber noch so eine schöne Stadt hat, das ist natürlich noch umso besser. Und ich fühle mich halt einfach wohl und bin super aufgenommen worden. Die Verantwortlichen sind total nett, wirklich von Anfang an sehr nah. Aber wir hatten ein gutes Verhältnis und es passt halt im Moment alles. Habt ihr für euch Ziele formuliert, die ihr als Mannschaft erreichen möchtet? Jetzt gar nicht unbedingt ein langfristiges Saisonziel, sondern vielleicht auch kurzfristige Ziele? Ja, das kurzfristige Ziel ist, dass wir natürlich die ganzen Neuen integrieren, dass die sich auch mit der Situation bei Teutonia, die ja nicht normal ist, identifizieren. Aber bei den Vertragsgesprächen oder bei den Gesprächen, bevor ein Vertrag zustande kam, wurde ja auch darauf eingegangen, wie ist zum Beispiel die infrastrukturelle Situation hier. Also jeder weiß, dass wir kein eigenes Stadion haben, jeder weiß, dass wir von den Trainingsplätzen her so ein bisschen rumtingeln. Aber das macht es vielleicht auch aus so. Ne? Also wir haben hier bei der Kreuze jetzt immer unsere Heimat, wo wir das ein oder andere Mal auch sein werden. Aber in der Regel sind wir halt nicht hier. Aber das wird von den Spielern getragen und für dieses in Anführungszeichen Projekt braucht man charakterstarke Spieler und das wird man, glaube ich, nachher auch auf dem Platz sehen. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir drücken natürlich die Daumen für die kommende Saison und auch für den Pokal und werden uns dann sicherlich das ein oder andere Mal hier noch wiedersehen. Vielen Dank. Jetzt gehen wir kurz in die Werbung und danach geht es aber nicht minder interessant weiter, denn Kalle hat dann einen ganz, ganz besonderen Gast. Genau, und das ist Errol Seilan, einer der erfolgreichsten Boxpromoter Deutschlands. Also dranbleiben. Ja, ich freue mich heute, Errol Seilan begrüßen zu dürfen. Errol, wir kennen uns ja schon irre lange. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Und wir fangen mal an. Du bist ja nun ein waschechter Hamburger, dein Name verrät es nicht, aber das bist du. Hier in Hamburg geboren und hast eine, ja, doch nicht uninteressante Jugend gehabt.
Ja, ich bin in Harburg oder Wilhelmsburg geboren und dort aufgewachsen. Ich bin ein waschechter Hamburger. Ja. Und die Jugend verlief ja auch nicht unspektakulär, ne? So, ja, richtig, halt, so wie sie das gehört, in Hamburg City in der Gang. Ja, wie es halt zu der Zeit Usus war, hatte jeder irgendwo eine Zugehörigkeit. Und wie ist es dir dann gelungen, dann hier zu einem der erfolgreichsten deutschen Boxpromoter aufzusteigen? Du bist immerhin viermal Boxpromoter des Jahres geworden. Das hat ja was zu bedeuten. Wir haben ja einige großen namhafte Leute wie Sauerland, Kohl. Und trotzdem kannst du dich behaupten. Erzähl mal, wie ist der Weg dahin gewesen? Ich glaube, das steckt in jedem einen selber, was man aus seinen Möglichkeiten macht. Und ich bin halt zielstrebig auf meine Ziele zugegangen und habe da nicht aufgegeben. Wie man erfolgreich wird, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das wieder nochmal so machen könnte. Ich bin aber auch. Man muss fleißig sein. Ja, das sowieso, das ist die Grundvoraussetzung. Man muss ehrlich sein, das ist halt ganz einfach im Boxbusiness. Das, was man im normalen Geschäftsleben zugrunde legt, muss man im Boxbusiness einfach umsetzen. Und das war für mich eine Leichtigkeit. Ich bin auch ein erfolgreicher Geschäftsmann, das darf man genau, nicht vergessen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Du hast ja eine ganze Menge andere Sachen vorher gemacht. Unter anderem, glaube ich, auch den so ein, wie heißt es hier, diese Getränke, diese... Energy-Drink. Energy-Drink. Das war auch ein Hobby. Das war auch ein Hobby wie Boxen, ja. Aber das, so kamst du ja praktisch zum Boxen, glaube ich. Nee, ich komme eigentlich aus der Logistik. Das ist, ich komme aus der Logistik, Zeitarbeit. Ich mache viel Immobilien mittlerweile. Ja. Also ich bin da schon gut auf dem Weg. Aber warst du nicht mit diesen Getränke als Sponsor bei Boxveranstaltungen tätig? Ja, ich war auch bei St. Pauli mal Bandenwerbung und so. Ach, ich war Sponsor überall. Wie cool. Ja. Ja. Wie ist es denn dann, wenn du jetzt mal zurückdenkst, was war der Grund, weshalb du dann den eigenen Boxstall gegründet hast? Nicht nur Promoter, ist ja ein Unterschied, ob du jetzt nur veranstaltest oder ob du auch einen eigenen Boxstall hast mit eigenen Kämpfern. Das ist eine ganz, sag ich mal, schwierige Geschichte, weil ich war ja auch schon ein, zwei Mal beim Boxen gewesen. Und die Boxer, die glauben, wenn sie zwei Kämpfe gewonnen haben, sie sind die kommenden Weltmeister und heben dann häufig etwas ab. Und als Veranstalter musst du ja eine, sag mal so, väterliche Figur haben für die. Also ist tatsächlich bin ich zum Boxen gekommen durch Energy Drink als Sponsor und ich habe dort einen ganz guten Freund gehabt, wo ich auch der Taufpate von seinen Kindern bin. Durch ihn bin ich eigentlich zum Boxen gekommen, das ist Oktay Orkal gewesen. Ich habe ihm nach der Karriere halt helfen wollen, dass er irgendwo im Business Fuß fest. Und ich habe vieles versucht, wo ich mit ihm irgendwas machen kann und habe gesehen, der kann nicht so viel. Oktay muss man dazu sagen, war ein sehr erfolgreicher Amateurboxer. Aber auch ein sehr, sehr erfolgreicher Profiboxer. Auch Profi dann, ne? So aber kam ich halt zum Boxen. Ja, genau. Und dann habe ich gemerkt, ich muss was anderes machen mit ihm und habe gesagt, pass mal auf, wir nehmen ein, zwei Boxer, du trainierst sie und ich promote sie. So kam ich eigentlich zum Boxen. Nur ich bin dabei geblieben. Das ist mit allem, was ich mache. Ich bin halt jemand, für den Aufgeben keine Option ist. Und heute denke ich genauso. Man hat ja auch soziale Verpflichtungen zu den Leuten, mit denen man losgegangen ist, einfach die nicht mehr in den Stich zu lassen und so. Erzähl mal so ein paar Namen, die bei dir waren und auch noch sind teilweise. Naja, Alexander Alexejew war mal bei mir und Christian Hammer, Dimitrenko. Also wenn wir mal vom Schwergewicht ziehen. Ja. Ich habe jetzt mittlerweile 11 Schwergewichtler unter Vertrag. Das ist einmal Michael Wallisch, Erkan Tepper, Viktor Faust, ganz bekannt, Ali Erdan Demirezen. Dann Cruisergewicht, Fırat Aslan, die Seferi-Brüder, Milacic-Brüder. Und du hast ja diesen Hamburger Kultboxer hier, unseren Hafenbasti. Genau, Hafenbasti ist auch bei mir. Ja. Ich habe im Schwergewicht Karo Murat gehabt und, oder habe ihn immer noch und Igor Michalkin. Ich habe also wirklich über 70 Boxer gehabt. Nun hatte das Boxen ja in Hamburg einen jahrelang großen Stellenwert gehabt, ne? Zu Zeiten von RTL. Und ZDF damals, als Axel Schulz, Darius Michalczewski, Henry Maske boxte. Im Augenblick ist es so ein bisschen zurückgegangen, die letzten Jahre. Ne? Also das ist so mein persönlicher Eindruck. Woran glaubst du, dass es liegt? Also es liegt nicht daran, dass Boxen einen großen Stellenwert gehabt hat. Der hat es immer noch in Hamburg. Hamburg ist eine Boxhochburg. Dass das im Moment nicht präsent ist, fehlt natürlich an TV-Sendern, die mutig genug sind, Leute aufzubauen. Was haben die gemacht damals? Die haben einfach mal dem Boxer als Promoter einen Vertrag gegeben, Klitschkos oder
Felix Sturm, Marco Huck, wir können sie alle jetzt aufzählen, die den Nachwuchs vernachlässigt haben und nur für sich selber da waren. Das war der Fehler von diesen Fernsehern. Heute ist Boxen nicht mehr präsent. Früher hat man gesagt, Samstag, entweder ARD oder ZDF, irgendeiner hat Boxen übertragen. Das war halt nach dem Sportstudio Usus. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt 3 Millionen Boxfanatiker in Deutschland, die regelmäßig alles gucken. Die gucken es auch, wenn es im Internet ausgestrahlt wird. Aber wir brauchen auch das Publikum, das nicht boxfanatisch ist. Und die kriegt man durch den Fernsehsender. Und da hapert es im Moment. Mal zu unserer Sendung zu kommen. Wir sind ja Kalle Heizer in Verlies, was ein bisschen was mit Fußball zu tun hat. Ja. Und da warst du ja auch nicht untätig gewesen. Warst ja Spielerberater auch. Ja, das war die Karriere vor der Boxkarriere, kann man sagen. Ich bin da auch über meine Frau und über Freunde in Belgrad zu diesem Business gekommen. Ich sollte dort mal dem einen oder anderen Nationalspieler helfen. Der erste war Sascha Ilić, der war damals bei Galatasaray Istanbul und der wollte weg nach Salzburg. Und durch die Kontakte habe ich dann das auf mich genommen, habe gesagt, okay, ich berate dich. Dann haben wir diesen Wechsel von Galatasaray zu Salzburg gemacht. Trapattoni, Matthäus waren damals Partner. Der Wechsel, als Sascha dann ankam, war erst der eine weg, dann der andere. Und dann kam zu Sascha Ivica Iliev, Pavlo Ivi, also wirklich eine Handvoll serbische Nationalspieler, die dann alle irgendwie beraten werden wollten. So. Dann habe ich mir einen Anwalt geholt aus Hannover, damit ich die UEFA-Lizenz bekomme und habe dann angefangen, wirklich jedes Mal Sport, Fußball. Ich hatte 8 VIP-Karten bei HSV und 8 Stück bei St. Pauli. Jedes Wochenende habe ich ein Fußballspiel mir angeguckt und habe mit Leuten geredet, mit Managern telefoniert, Trainern telefoniert, Kontakte aufgebaut. Aber ich habe gemerkt, dass halt Fußballer, ich darf das so sagen, auch bei uns. Ja, Fußball, ganz klar, immer frei heraus, verwöhnte, jeder alles sagen. Verwöhnte, reiche, junge Leute sind, die echt nicht wissen, wie sie mit Geld umgehen sollen. Dann sind sie nicht korrekt, dann sind sie hinterhältig. Ich rede mit einem Verein für einen Spieler und dann sagt der Verein, ich habe eine Autorisation bekommen von einem anderen Spielerberater. Dein Spieler wird auch von dem angeboten. Das kann nicht sein. Ruf den an, sag mal, hast du jemanden eine Authorization gegeben? Ja, sagt er, habe ich gemacht, aber nur für einen Verein, das war aber, ich bin doch dein Manager, wie kannst du jemand anderen noch beauftragen, irgendwo in einem anderen Verein noch nachzufragen? Also das war für mich nicht gut. Und dann halt die Boxer, das waren ganz andere Sportler und die sind abhängig vom Promoter und Manager. Da hat man auch diese väterliche Figur, die man dann umsetzen kann. Ich musste bei den Spielern oder Fußballspielern mit der Frau reden, die psychisch Probleme hatte, weil der andere sich eine Yacht gekauft hat oder einen teuren Urlaub und die das nicht geleistet haben, bekommen. Solche Probleme haben die? Ja, die haben solche Probleme gehabt. Herrlich. Ich habe gesagt, das sind keine Probleme. Ja? Das war mal so ein Ausflug, ja, als Spieler. Ja. Und wie lange hast du das gemacht ungefähr? 2 Jahre. Naja, aber auch viel Geld verloren, aber nicht so viel wie beim Boxen. Ja, eigentlich sollte man ein bisschen machen, um Geld zu gewinnen. Inwiefern ist es jetzt wichtig gewesen, mit den Spielern, jetzt nehmen wir zum Beispiel den die meisten Hamburger kennen, Hafen Basti, ne, unseren Boxer hier. Und der ist ja auch gestandener im Hafen, der arbeitet tatsächlich also in der Logistik da, ne, ist ja so wie nennt sich das hier, Kranführer. Und bringt ja gleichzeitig Leistung im Profisport, ne, im Boxen. Wie kannst du das arrangieren, dass er sich neben seinem Beruf trotzdem auf die sportliche Karriere konzentriert, weil gerade du als Veranstalter und Manager hast natürlich ein großes Interesse, den Leuten in den Sportarenen gute Kämpfe zu liefern. Und er ist halt hier so ein Aushängeschild. Also er bringt das sehr, sehr gut unter einem Hut. Das kann man auch vergleichen mit einem regionalen Fußballer, der auch nebenbei irgendwo arbeitet und trotzdem Profisport macht. Mhm. Und auch gute Leistung bringt. Der ist manchmal besser wie ein Bundesligaspieler. Also es gibt auch solche. Das hängt, glaube ich, von jedem Spieler oder Sportler selber ab. Und er kriegt das gut hin und er kriegt auch gute Unterstützung vom Hafen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Arbeitgeber macht und mit, ne? Ist ein guter Junge und ein ehrlicher Haut, ehrlicher Arbeiter, wie im Hafen, genauso im Sport. Und genau solche Leute erreichen auch was im Leben. Das ist halt ein Aushängeschild für jeder Mensch, ob das im Fußball ist, im Boxen ist, überall. Hat man halt durch ehrliche Arbeit kann man auch viel erreichen.
Gibt es denn jetzt, wir hatten ja nun, das ist ja für jeden, da müssen wir nicht wiederholen, das wissen wir, das ist in jedem Sport so, waren diese letzten anderthalb Jahre Corona schlicht vernichtend gewesen. Keine Veranstaltungen, keine Kämpfe oder so gut wie nicht. Und steht denn demnächst jetzt wieder etwas an? Wir haben auch in Hamburg etwas gelockerte Situationen, nicht so wie in Schleswig-Holstein, die jetzt wieder alles machen dürfen. Aber so ziemlich alles. Wie schaut es jetzt hier in Hamburg aus? Ist da was in Planung? Also im Moment planen wir in Hamburg nichts. Ich habe aber anderweitig viele Veranstaltungen. Ich habe auch durch die Corona, durch im Übersee, überall in anderen Ländern veranstaltet, habe meine Boxer auch aktiv gehalten. Aber es war schwer. In welchen Ländern zum Beispiel? Ist noch eins, Amerika, England, Russland, also Frankreich, die haben ja alle weiterhin veranstaltet. Es gab Studiokämpfe, genauso welche haben wir auch in Hamburg veranstaltet. Ja, genau, ohne Publikum. Ohne Publikum, nur fürs Fernsehen aufzeichnen und dann die TV-Rechte verkaufen. Das läuft ja weiter, aber klar, die Boxer wollen halt vom Publikum boxen, die brauchen die Atmosphäre. Das war halt alles komisch, wenn man in USA, Los Angeles, in der Staples Arena, alles leer, nur Studio, wie im Gym halt Sparring. Sean Porter gegen Sebastian Formella, das war schon komisch, aber Business as usual, das muss weitergehen. Das muss weitergehen. Genau, und die wurden auch von mir, meine Leute wurden halt aktiv gehalten, aber vielen, vielen Sportlern ging das ganz beschissen. Die haben wirklich anderthalb, zwei Jahre keine Kämpfe bekommen. Die leben vom Kämpfen. Neben Box-Promoter, machst du noch irgendetwas anderes? Also die letzte Zeit oder hast dich auch die letzten anderthalb Jahre nur auf das Boxgeschäft konzentriert? Nein, das habe ich natürlich nicht. Durch das Corona habe ich ein bisschen mehr mich um meine Geschäfte konzentriert und da habe ich viele Projekte angeschoben. Ich investiere sehr viel, mache viel in der Türkei auch. Ich habe dort auch eine Box-Promotion gegründet, möchte dort auch veranstalten. Ich möchte halt überall auf der Welt veranstalten und möchte da halt als Global Player mitmachen und nicht nur regional in Deutschland. Dann hoffe ich dir, dass der fünfte Titel als Box-Promoter des Jahres hier in Deutschland auf dich zukommt demnächst. Würde mich sehr freuen. Also ich bin ja an vielen deiner Veranstaltungen gewesen. Die waren immer alle sehr gut, auch sportlich ausgewogen, was ja auch nicht immer der Fall ist bei vielen anderen Veranstaltern. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass du da warst. Und als Hamburger mit leicht türkischen Wurzeln trinkst du natürlich auch Kaffee, kann ich mir vorstellen. Ne? Gerne, ja? Du hast die Wahl, wir haben eine wunderbare Bohne, ich muss es immer wieder erwähnen, denn hier von St. Pauli Coffee. Da gibt es einmal den Derby-Sieger, der sich auf das Fußballspiel bezieht. Logischerweise St. Pauli gegen HSV. Und es gibt Domina Espresso, bezieht sich auf diese Sendung hier im Verlies. Ja. Was darf ich dir kredenzen? Ich bleib sportlich, ich nehme den Derby. Wunderbar. Mein lieber Errol, recht herzlichen Dank, dass du ich da warst. Ich danke dafür. Hat mich sehr gefreut. Und vielleicht sehen wir uns demnächst, oder wenn irgendein spektakulärer Kampf ansteht, kurz davor oder kurz danach, du bist immer herzlich willkommen. Und es war mir eine große Freude, dass du meine Einladung angenommen hast. Es ist der letzte Monat, ohne dass der Ball rollt. Aber es geht jetzt wieder los. Und natürlich haben wir weiterhin unsere Rubrik Kalles Stille Helden. Und dort präsentiert euch heute einer unserer Gäste seinen stillen Held. Bitteschön. Ein Dank an Kerstin Helmke. Kerstin, als ich 2006 das erste Mal bei Altona 93 aufgeschlagen bin, ging es darum, wer den Kabinendienst bzw. wer die Kabinen mal sauber machen kann. Da hast du dich sofort bereit erklärt. Ne? Jahre später ging es immer dann, wenn irgendwie Hilfe benötigt wird, bist du da. Zuletzt ging es darum, wer die Trikots der zweiten Mannschaft denn waschen kann oder wer als Betreuer zur Verfügung steht. Du bist am Spieltag der zweiten Mannschaft bei der Kasse und holst uns ein paar Einnahmen für die zweite Mannschaft. Du bist aus meiner Sicht das, was so ein Ehrenamt auch auszeichnet. Du bist für den Verein da, in welcher Funktion auch immer. Und ich finde, da kann man auch mal Danke sagen. Liebe Kerstin, an dieser Stelle vielen lieben Dank, dass du immer da bist für den Verein, dass du für die Spieler da bist, ob nun erste Mannschaft, zweite Mannschaft, egal von wo die kommen. Wehe, die krempelt die Stutzen nicht richtig um. Das magst du nicht, das wissen wir jetzt alle. Aber du bist in ganz, ganz vielen Dingen dabei und dafür vielen lieben Dank. Unsere 43. Sendung Kalles Halbzeit im Verlies ist schon wieder vorbei. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr Spaß hattet beim Zusehen und vor allen Dingen beim Zuhören. Genau, und wir sehen uns dann wieder,
bei der nächsten Ausgabe am ersten Montag im September, wie immer um 20.15 Uhr auf Hamburg 1. Bye bye. Kalles Halbzeit wird präsentiert von Partyhelden, dein Partyausstatter in Hamburg.